So, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das erste Video, was ich hier von dieser Reihe mache. Bin gerade ein bisschen auf Singapur am Grinden für eine PB. Genau, also ich habe heute im Verlauf des Tages folgende PBs bekommen. Einmal hier 1:24.347. Dann nochmal 1:24.296. 1:24.254. Jetzt auch wieder mit dem Pizzatonimi. Und dann letztendlich eine 1:24.227. Ich versuche jetzt eine Sub 1:24 zu bekommen. Ich höre mich gerade auch ein bisschen anders an, weil ich krank bin. Und ja, ich konnte halt deswegen auch schon basically am Vormittag ein bisschen grinden. Also ja, lass doch mal loslegen hier. Ah! Ja, okay, dann halt keine Münzen. Going back to broke. Juhu, er verkackt wieder. Richtig geil, Alter. Also wirklich, die Main-Fehlerquellen auf dieser Strecke sind... Also hier der Anfang, meine PB ist ja irgendwie immer viel schneller. Und jetzt nochmal dieser komische Tower, was auch immer das hier ist. Weil hier kann man halt 3 Münzen bekommen, aber es ist halt... Also das Alignment nach dem Motion Glider ist gefühlt total random. Also es kann halt sein, dass du einen richtig geilen Tower bekommst oder halt einen richtig Kack-Tower. Also, ja. Also, wie verkacke ich auch noch diesen Start? Junge, wie tot muss mein Gehirn denn sein? Das ist... Oh. Ja, okay, ich bin auch zugegeben ziemlich müde. Aber... Das sollte ich mir doch noch hinkriegen, also... Komm. Digga, also es ist so dreist. Wie habe ich da diesen Coin gerade nicht bekommen? Hätte ich den Coin jetzt bekommen, dann würde mir jetzt auf dieser Set schon so viel bringen. Ich würde dann meine PB gefühlt komplett aus dem Leben schallern. Ja. Also das Ding ist halt. Es gibt für mich basically zwei Coin-Szenarien. Nämlich einmal nach dem Tower halt 3 Coins, was so okay ist. Und dann gibt es halt 4 Coins, was halt ziemlich geil ist. Weil da, also meine PB hat die 3 Coins Strat, leider nur. Die 4 Coins Strat ist halt auf diesem Straightaway von Lab 1 zu Lab 2 total overpowered. Also, dass ich mich über eine gute Level 1 noch freue. Das ist wirklich krass. Also, mein Goal ist ja, den ganzen Run zu finishen, aber... Ja, okay. Diese Strecke ist so inkonsistent. Ich hasse es. Okay, fast Glider vielleicht. Okay, das war jetzt eine sehr seltene Demonstration der guten Coinstrat. Also, hier ist mein PB. Bisschen hinter mir. Und jetzt fahre ich halt... Guck mal, da... verschwindet die gefühlt fast aus dem Bild, weil die Coins halt bei dieser Speed also die Kombo ist halt relativ Speed Focus und da sind halt Coins ein gewaltiger Unterschied. Ja, bis halt dahin. Oh Gott. Falls ihr euch gerade fragt, warum da immer kein Deutsch steht, also zum Beispiel auch, ne? Hier beim Motion Glider, das ist Spanisch und keine Ahnung, warum ich das eingestellt habe. Ich bin lustig. Ich kann noch ein bisschen Spanisch lernen. Wie bin ich da langsamer geworden? Was habe ich gemacht? Bro, tripped on Oxygen. Mir geht's nicht gut. Okay, ja. Okay, das war... Oh. Ich habe das Gefühl, ich werde hier noch länger sitzen. Also Zeit für Funky Kong. Ja, das Leben macht so viel Spaß. Hm.
Warum sehe ich gerade auf meiner YouTube For You Page, wie Domtendo Teebeutel lutschen will? Was? Danke, Funky Kong. Dankeschön. Okay, dann sammle ich den Kron noch ein. Geht auch. Oh mein Gott, Alter. Oh. Der Bree war am Ende so dicht an mir dran. Oh mein Gott. Er kam von hinten. Ey, was? Was? Okay, aber immerhin PB. Okay, ich bin noch relativ weit vom Sub weg, aber ich habe auch einige Fehler gemacht, um ehrlich zu sein. Also die Dinge sind's. Die guten Coins waren natürlich ziemlich saftig, um ehrlich zu sein. Aber hier Dry Bowser, Junge. Bausitos. Krass, Alter. Mexikanischer Dry Bowser. Ach Gott. Jetzt kommt der absolute Schwitzer-Modus. Ich zieh mein T-Shirt aus. Ey, yo, what the? Was trinken? Bin ich in Amerika oder was? Ich kann Casillas. Der Schwitzer-Ventilator muss andecken. Es ist hier so warm drin. Nein! Oh mein Gott, weil dieser Ventilator hier steht, drück ich aus Versehen L. Das ist wirklich ein L. Weißt du was? Morten Time. Warum einfach? Warum auch nicht? Also. Es kann ja nicht schlimmer werden. Was ist das, Digga? Ich. Oh. Hallo, SMT? Warum bist du hier? Mein Gehirn hat sich zu Matschepampe verwandelt. Er nimmt sich auch nicht den Coin mit. Vielen Dank, Morten, du bist so ein Geiler. Ich muss mal kurz Mind Reset machen. Okay, bin durch. Gut. Lass wir dann Mario Kart reingehen. Hä? Was ist los? Warum? Gleich keinen Bock mehr, ne? Gleich absolut keinen Bock mehr.
Es ist alles so eine Scheiße, ehrlich gesagt. Was? Hä, was war das denn für ein Betrug, Junge? Okay, ich hab grad nach was. Mal Discord nachgeguckt. Ich glaube, ich beende gleich die Session. Also das ist ja wirklich so eine... Ich verbinde meine Kopfhörer. Ich will diesen Sound nicht von dieser Map nicht mehr hören, Digga. Also eigentlich mag ich das OST, aber jetzt geht mir das einfach nur auf die Nerven, Junge. Wie? Wie, du kannst dich nicht verbinden? Ich hab... Also sag mal! Ach, jetzt ist er verbunden, oder was? Gott, oh Gott. Oh mein Gott, Digga, das hat viel zu lange gedauert. Holy... Oh. Okay. Digga, Lab 3 ist ja übelst krank. Holy... Einfach Sub? Das ist BS Lab 3? Um 140 Millisekunden. Ach du heilige... Bruder, okay, das ist natürlich schon ganz geil, also, ja, okay. Boah, Junge, die PB war echt so saftig. Oh, endlich, weil jetzt kann ich auch wieder meine Kopfhörer disconnecten. Wenn er sich jetzt die ganze Zeit verbinden wie heute Morgen. Ah, so. Ich nehme schon über eine Stunde auf, Junge. Was ist das? Naja, egal. Hier, mejores momentos. Menu. Editar mejores momentos. Duración es unos 60 segundos. Y centrarse en acción, por favor. So. Ach, by the way, wenn ihr euch fragt, warum ich das jetzt mache, die Thumbnails von meinen Time Trial Videos sind halt immer so, dass ich da quasi meinen Run habe und da gibt es ja von MKTV immer so ein Replay und da gehe ich halt immer rein und mach diese Settings rein, dass ich da halt quasi ein cooles Vorschaubild machen kann. Also zum Beispiel jetzt hier könnte ich zum Beispiel sowas nehmen. Also das sieht jetzt nicht so richtig cool aus, aber. Zum Beispiel.
Das sieht doch sick aus. Und da kommt der angerast und... Moment, Moment. Jumpscare. Boah, 1,24, 1,66. Okay, ist noch nicht ganz sub, aber ich bin näher dran. Okay, also ich habe jetzt ihn hier, der sieht schon ganz cool aus. Was habe ich hier noch? Ich habe hier vorhin noch ein paar Screenshots gemacht. Zum Beispiel den hier. Hier wird der Goomba aus dem Reifen gejietet. Und noch das hier. Und das sind noch ein paar andere Screenshots. Was habe ich hier noch so für Sachen? Ah, stimmt, hier Big Blue. Genau, also falls ihr Big Blue demnächst nochmal sehen wollt, solltet ihr definitiv abonnieren. Das würde mich sehr unterstützen und gibt mir auch einen Grund, meinen YouTube-Kanal weiterzuführen, weil zurzeit sind die Views, naja, nicht so geil und das ändert sich hoffentlich bald. Deswegen, es wäre schön, wenn ihr euch ein paar Sekunden Zeit nehmen könntet und abonniert. Es ist gratis, es unterstützt mich, ich wäre sehr dankbar. Okay, dann heißt das wohl, tschüss, bis zum nächsten Mal.